für den Piepravogel. Auto seltsam Genzi. Die Filmbilder hat der Auto seltsam Genzi am Amazonas gedreht. Das Männchen ist an der Oberseite schwarz, an Scheitel und Nacken feuerrot und im Gesicht und der Unterseite gelb gefärbt. Die äußeren Federpaare des langen schwarzen Schwanzes sind zu fadenartigen Spitzen ausgezogen. Das Gefieder des Weibchens ist grünlich mit dunklen Flügeln und Schwanzspitze und gelbem Bauch. Das schwarze Auge ist von einer Wachshaut umgeben. Der Fadenpiepra hält sich hauptsächlich im dichten Gestrüpp am Waldboden auf und sucht auch den Kronenbereich von Bäumen auf, wenn diese Früchte tragen. Daneben frisst er auch Insekten. In der Paarungszeit versammeln sich die Männchen auf Tanzplätzen, um Weibchen anzulocken. Zum Balzritual gehören Sprünge, kurze Flüge, das Sträuben der Federn und das Aufstellen der Schwanzfedern. Angeblich kitzeln die Männchen mit ihren Schwanzfedern die Weibchen während der Balz an Kehle und Gesicht. Das Nest ist ein unordentliches Schalennest aus Pflanzenfasern in kleinen Bäumen.